Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es endlich mal wieder Highlights von einem Solo Cash Cup. Das letzte Mal ist ja mittlerweile schon über 3 Monate her, da es in der Zwischenzeit einfach keine vernünftigen Solo Cash Cups von mir gab. Und dieser lief auf jeden Fall ganz gut. Ihr werdet, glaube ich, 2 Runden sehen. Und ich hoffe, euch gefallen natürlich die Highlights, wenn es so sein sollte. Und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Dann verpasst ihr, ja, wie gesagt, keine weiteren Videos mehr. Und unterstützt mich auf dem Weg 10.000 Abonnenten. Dort fehlen, glaube ich, nur noch 69. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich das Video. Und schaut auf dem Twitch-Kanal vorbei, dort bin ich auch gerade live, wenn dies wieder online ist, und wenn ihr dort nichts verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen, würde mich auf jeden Fall extrem freuen, und ich wünsche jetzt viel Spaß mit den Highlights. Boah. Und da drüben sind ein paar Gegner. Ein bisschen Metal bräuchte ich noch. Auch geil, dass ich hier in Lazy Lake gedroppt bin. Und die Zone jetzt einfach nicht da ist. Ach man, Alter. Warum hat er denn so viel? Oh, der hat auch auf mich gesniped. Hat sich aber trotzdem gelohnt. Das Jump Pad. Ah, stimmt. M22 Punkte. Ah, stimmt. Das ist natürlich. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Es wird natürlich überblendet. Lul. Ja, konnte ich aber nicht wissen, dass er Uranet war. Das war's an der Stelle auf jeden Fall mal komplett. Also, das war wirklich ein ganz, ganz mieser Abstauber. Nein, schade. Noch ein White Hit gegeben, aber leider nicht bekommen. Ich gebe auch gut Damage, ne? Na, Double Headshot.
Pelze oder so. Oh no, da hinten, die haben doch auch gar keinen Bock. So übers Wasser moven ist absolut ekelhaft. Vor allem, wenn ihr einfach die halbe Lobby dann rauf sprayt, ne? Es trifft aber auch gefühlt einfach alles, ne? Ah, bekomme ich keinen guten Winkel drauf. Und nochmal schöne Damage draufgehauen. Und nochmal ein Hit. Alter, was ist heute los? Gefühlt geht eh mal tatsächlich einfach alles rein. Jeder Kill bringt mir jetzt nicht nur Killpunkte, sondern auch Placement-Punkte. Das ist eigentlich ganz nice. Das heißt, ich bekomme nicht nur 3 oder nee 4 Punkte. Immer 4 Punkte pro Kill. Könnte sein. Sondern eben halt um einiges mehr nochmal. Shield crack. Oh, noch ein Shield crack. White down. Oh, nice, Alter. Nicht mehr viele Mets. Let's go, Alter! Boah! Nice! Oh, da oben wäre eine blaue Pump drauf gewesen. Hätte ich mir auch gönnen können. Wobei natürlich hier auch besser Loot rauskommt. Das muss ich ganz einfach sagen. Und das wusste ich natürlich auch. Wo ist er hin? Oh, nice.
Okay, er wird immer auf 100 HP sein. Och Mann. Und er ist wieder oben. Er wird eben halt auch immer wieder auf 100 HP sein.